had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe ein bisschen aus wie eine verrückte Version von einer Medusa, weil ich mir jetzt wieder mit diesen komischen Plastinupsis so eine Wellen in die Haare machen will. Mal gucken, wie es aussieht mit meinem kurzen Echthaar. Ging auf jeden Fall viel besser rein als mit den Extensions, weil einfach dünnere Strähnen und die sind leichter einzuarbeiten gewesen. Ich lasse es jetzt eine Weile so drauf, dann werde ich am Ende nochmal kurz mit einem warmen Föhn rübergehen und dann wieder mit einem kalten, also dass das quasi einmal warm wurde und einmal kalt. Und dann mache ich dich nachher mal raus und gucke, wie es aussieht. Ich muss ganz dringend meine Haare auch wieder nachfärben und einen Ansatz irgendwie. Der ist jetzt auch schon wieder jenseits von ganz weit weg und böse. Von gut und böse heißt das. Wie komme ich jetzt auf ganz weit weg? Egal. Dann muss ich noch meine Steuern bezahlen gleich, damit ich das nicht vergesse. Ich habe meinen Steuerbescheid bekommen von vorletztem Jahr. 19? 20? Von 20? Nee, von 19. Ja, von 19. Moment. Oh, das ist nicht gut. Ich habe gedacht, das wäre der von letztem Jahr. Aber dann kommt ja nochmal so ein hoher. Oh, verdammt Axt. Ja, auf jeden Fall ist das ein ordentlicher Batzen, den ich da noch überweisen muss. Und jetzt flügel ich hier mal durch die Wohnung, lege ein bisschen Wäsche zusammen und mache mir gleich ein Frühstück. Hi Leute, es ist Wochenende und wir haben mal wieder Kuchen. Also mal wieder seit langem. Wir hatten halt ewig keinen Kuchen mehr. Ich habe heute beim Bäcker Kuchen geholt. Jetzt gibt's Kaffee und Kuchen und einen feierlichen Start ins Wochenende. Yay. Yay. Guten Appetit. Ich habe auch ein massiv riesiges Stück Kuchen. Das ist, glaube ich, größer als meine Hand. Und es ist Marzipan. Du musst es mit deinem Gesicht vergleichen. Größer als dein Gesicht. Naja, ich kann die Fläche nicht zeigen, dann fällt die Gabel rund. Es ist schon sehr groß. Ein Riesenstück Kuchen. Marzipantorte. Ich glaube, viele Leute hassen Marzipan. Ich liebe Marzipan. Und es gibt Abendbrot. Mit, wer weiß denn sowas? Wie immer. So, ich habe gerade hier den wunderschönen Turban auf, weil ich mir gerade Olaplex in die Haare geschmiert habe. Also ohne Rast, sondern nur also Olaplex 1 und dann Olaplex 2 so als Treatment. Einfach mal so, damit meine Haare wieder mal ein bisschen geboostet werden. Und ich kriege meine Flasche nicht auf, während ich mit euch vlogge. Ich wollte mir gerade ein Wasser machen. Das mache ich jetzt und es ist richtig schönes Wetter heute. Und Tobi und ich werden nachher losfahren und bei leeren Grundstücken die Nachbarn fragen, ob sie wissen, wem die gehören. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber was sollen wir sonst tun? Viel mehr Möglichkeiten bleiben uns irgendwann auch nicht mehr. Hey Leute, wir waren jetzt den ganzen Nachmittag unterwegs und haben noch bei verschiedenen Grundstücken geklingelt, also bei den Nachbargrundstücken jeweils, um zu fragen, ob sie wissen, wem das Grundstück gehört, wenn was frei war. Ich hatte überall gesucht, wo ich noch leere Grundstücke gefunden habe hier in der Nähe. Aber das hat sich eher so mittelprächtig ergeben. Also es war halt, wir hatten einmal mit einem Gespräch mit einem sehr netten Herrn, der uns auch weitergeholfen hat, aber es war jetzt nicht sehr zielführend. Der hat nur gesagt, dass er weiß, dass die Person, der das gehört, wo der wohnt und dass der halt gar kein Interesse hat, das zu verkaufen und dass es da Altlasten gibt und ja, keine Ahnung. Also hier wissen wir jetzt auch nicht viel mehr als vorher. Haben ein paar von unseren Visitenkarten verteilt. Waren dann noch Tobis Auto waschen, habe ich ganz vergessen, was zu vloggen und haben uns Essen gekauft und was gegessen. Und jetzt ziehe ich meine Jeans aus und ziehe mir eine gemütliche Jogginghose an und dann wird sich aufs Sofa gesetzt. Oh Mann, das war jetzt auch irgendwie wieder anstrengend, der Tag. Und ein bisschen demotivierend vielleicht. Ein bisschen. Aber egal. Fandest du ihn motivierend, den Tag? Deine Hoffnung wird einfach zu groß. Du hast die Ziele. Was ist denn das? Wie kann ich denn das Ziel? Ich hätte gerne ein Haus und ein Grundstück kleiner stecken. Will ich nicht. Okay. Das weiß ich doch nicht. Sagst du mir Bescheid, wenn du es weißt? Ja. Gut. Dann würde ich nochmal nachjustieren. Naja. Judy,
auf in die gemütliche Klamotte jetzt und dann aufs Sofa zurück. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like we... Hello, guten Morgen, Leute. Wie man unschwer erkennen kann, ist meine Haarfarbe sehr doll ausgewaschen. Und der Ansatz ist going strong. Also ich habe hier bestimmt 1,5 Zentimeter, wo ich noch nicht blondiert habe quasi. Und da hält dann die Farbe auch nicht drauf. Und im Vergleich zu dem oben, wie die eigentlich aussehen sollten, kriege ich die jetzt auch nicht mehr so verblendet. Deswegen werde ich jetzt gleich nochmal die Haare nachfärben. Aber vorher meinen Ansatz mit 3% etwas blondieren. Also wirklich nur das ausgewachsene Naturhaarstückchen. Und ich hatte gerade richtig komische Sachen mit meinem Auge, aber das ist jetzt wieder weg. Ich hatte Brille jetzt auf und jetzt ging's. Ich habe irgendwie so weiß-schwarze Streifen über das ganze Bild gesehen. Und dann auf einmal alles unscharf und ich konnte nichts mehr wirklich richtig scharf fokussieren. Ganz komisch. Ich weiß nicht, woher das kam. Wir haben nichts Komisches eigentlich auf dem Fernsehen oder Handy geguckt. Sehr, sehr suspekt. Ja, auf jeden Fall suche ich mir jetzt hier aus meiner Färbeschublade alle Sachen zusammen, dann stelle ich mich ins Bad und blondiere mir erstmal meine Ansätze und dann geht's nochmal ans Tönung anmischen und drüber färben. Und dann habe ich wieder frische Haare heute. Sehr gut. So, Haare sind wieder nachgefärbt. Irgendwie habe ich hier ein paar Fleckchen drin, aber egal. Hauptsache die Farbe stimmt jetzt wieder. Und wir machen jetzt gerade Essen nebenan. Ich habe jetzt ewig die Kamera gesucht. Es gibt Burger und meine Extensions habe ich auch nochmal mitgetönt, oben die Farbe. Und ja, meine Haare sind schon übelst lang geworden, aber ich muss ganz dringend mal wieder irgendwie mir meine Spitzen schneiden lassen, weil die sind ein bisschen frizzelig. Ich habe gerade Björn gebürstet. Das kommt aus dieser Katze raus. Bei Clyde ist es nur so viel. Aber der ist auch geflüchtet. Und Bonnie hat 3 Kilo Flausch weniger und sieht immer noch nicht dünner aus. Tja, Björn, es ist wohl doch nicht das Fell. Aber gut. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen frühlingshafter wieder. Die hat immer so Schwierigkeiten mit ihrem Fell. Und die putzt sich auch immer so selten. Ne, du haarst wie Sau. Aber kriegst immer dein Unterfell nicht raus. So, jetzt hauen wir das weg und dann müssen wir mal hier staubsaugen, sonst haben wir hier überall Knäuel in der ganzen Bude. Wir liegen gerade im Bett und schauen jetzt Beamer. Und dann geht's gleich schlafen. Wir schauen, glaube ich, nur noch die Folge zu Ende von 7 Deadly Sins und dann geht's ab ins Bett. Die Qualität ist zwar sehr grottig auf dem Handy mit diesem komischen Selfie-Licht, aber ich wollte euch mal den kleinen Schmusebutz zeigen. Der legt sich neuerdings ständig zu mir hin und wenn ich hier lümmel, rollt er sich hier immer so neben mich ein. Voll süß. Hallo Leute, guten Morgen. Es ist jetzt 7:30. Ich habe jetzt soweit mich fertig gemacht, gefrühstückt mit Tobi, der arbeitet schon und also er hat Homeoffice, deswegen arbeitet er nebenan. Und ich habe jetzt soweit haushaltstechnisch, glaube ich, alles fertig gemacht und werde mich jetzt wieder an meine Weiterbildung setzen. Ich muss mir nur noch meine Tasche schon mal packen, weil dann kann ich nämlich gleich los, wenn ich fertig bin. Genau, ich wollte euch nur kurz guten Morgen sagen. Heute ist mein Make-up ein bisschen krasser mal wieder ausgefallen. Und ja, ach, Blumen gießen wollte ich noch. Das mache ich noch und dann mache ich weiter Bilder. Wir sehen uns später. Ich denke mal heute Nachmittag wahrscheinlich erst. Es war heute eine sehr bescheidene Nacht. Tobi und ich haben irgendwie beide schlecht geschlafen. Keiner weiß warum. Vielleicht stand der Mond schief. Oder es war einfach zu warm und ätzend. Keine Ahnung. Dabei ist es eigentlich draußen gar nicht so warm. Naja, wir lassen uns überraschen, ob die nächste Nacht besser wird. Und das müssen wir jetzt hier durch. Durch den Montag. Es ist... Feierabend! Da ist ein Björn aus. Wie das duftet. Oh, da hat jemand nicht so Bock auf einen Feierabend-Dance.
Wir haben jetzt beschlossen, dass wir spontan nochmal kurz eine Runde spazieren gehen zum Supermarkt, weil wir haben keine Mülltüten mehr. Und es ist schönes Wetter. Also kann man das mal kurz... Ey, fässt du mir auf die Brust? Also kann man das mal kurz verbinden. Deswegen habe ich gerade meine Extensions rausgemacht. Und jetzt geht's los. Mann, meine Schminke ist halt voll verwischt. Aber meine Haare sehen fresh aus, außer mein Ansatz. Also die... Ja, nein. Der, wie heißt's? Ansatz. Ja, die Haarlinie, die habe ich versaut. So, wir essen jetzt Hotdogs. So eine Art Hotdogs. Das ist eigentlich eher Bratwurst-Hotdog. Und schauen irgendwas auf YouTube. Wir können auch mal wieder, wer weiß denn sowas, gucken, läuft gerade. Dann schauen wir jetzt, wer weiß denn sowas. Guten Morgen an diesem Dienstag. Wie ihr unschwer erkennen konntet, in den kleinen Schnipseln eben haben wir zusammen gefrühstückt. Also ihr habt nur mich frühstücken sehen, aber Tobi hat auch gefrühstückt. Er hat heute wieder Homeoffice. Und ja, jetzt habe ich noch Weiterbildung gemacht. Ich muss jetzt los. Tobi arbeitet ja schon wieder seit einer Weile. Und jetzt geht's los zur Arbeit. Es ist draußen so ein Sonnenschein, dass man denken könnte, es ist warm. Aber es sind immer noch minus 2 Grad. Und ich muss gucken, dass ich mich warm anziehe. Ich friere heute total. Ich habe auch schon Pullover an, Strickjacke an. Irgendwie ist heute nicht so schön. Gut, ich mache mich jetzt los zur Arbeit und dann schauen wir mal, wie der Tag so wird. Irgendwie bin ich ein bisschen müde schon wieder, obwohl ich eigentlich ganz okay geschlafen habe. Aber es ist momentan irgendwie nicht so der Riesenelan. Aber gestern der Tag war eigentlich sehr entspannt. Also ja, heute wird er nicht so, aber egal. Wir machen das Beste draus. Hey Leute und einen schönen Nachmittag. Ich habe gerade ein bisschen meine Haare abgeschnitten, also die Spitzen, mit Hilfe von Tobi. Ist es nicht so viel, nur so ein kleines bisschen. Aber ja, das ist jetzt mal ein bisschen nötig gewesen, weil die unten ein bisschen fusselig waren. Und ich habe die jetzt mal ein bisschen, nur so ein bisschen abgeschnitten, dass gerade die Längen ein bisschen gesünder und sich ein bisschen fester und dicker anfühlen als dieses ausgefledderte. Ja. Und jetzt räumen wir hier auf und dann geht's wieder zurück aufs Sofa. Und es ist schon gleich Abendbrotzeit. Es ist nämlich jetzt schon 17:30 Uhr. Also ich bin schon was länger zu Hause, aber ich habe sonst nur auf dem Sofa gesessen. Und ich muss hier dringend mal staubsaugen, weil es sind überall kleine blaue Haare auf dem Boden. Hey Leute, guten Morgen. Im Hintergrund könntet ihr vielleicht meinen Podcast und die Waschmaschine hören. Es ist jetzt schon 7:30 Uhr. Ich mache jetzt gleich los. Ich habe... Irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es morgens immer das Gleiche zu vloggen irgendwie komisch. Aber momentan, die Woche war jetzt auch nicht so krass viel los. Und ja, ich glaube, damit werdet ihr hoffentlich leben können. Es ist halt nicht jede Woche spannend, deswegen heißt es halt auch Casual Vlog, weil es halt ein normales Leben ist. Und manchmal hat man halt eine Routine und es ist sehr immer das Gleiche. Und dann ist es auch in Ordnung. Ich glaube, es geht einigen Leuten so. Ich glaube, es ist... irre zu denken, dass immer irgendwas krass Spannendes passiert. Auf jeden Fall packe ich jetzt meine Sachen ein und gehe arbeiten, höre weiter Podcast und dann sehen wir uns heute Nachmittag. Muss mal schauen, ob wir heute einkaufen gehen, aber vielleicht auch Freitag. Also eigentlich ist der Kühlschrank noch voll genug. Nur morgen habe ich keine Lust, da muss ich ein bisschen länger arbeiten. Also zeittechnisch und will dann Nachmittag noch laufen gehen, obwohl morgen soll ganz doofes Wetter sein. Vielleicht müsste ich heute laufen gehen. Und ja, deswegen wollte ich nur kurz guten Morgen sagen. Wir sehen uns nachher, im Feierabend. Also eigentlich wollte ich mich jetzt auf meinen Stuhl setzen mit meinem Frühstück. Aber da haben wir ein Problem. Björni, warum? Tja, und was macht man da als eifrige Mutti? Man geht woanders hin. Hey Leute, ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich denke mal, Tobi wird auch gleich kommen, aber ich habe mich gerade schon umgezogen. Schnapp mir meine Kopfhörer und meine Bauchtasche und gehe jetzt noch eine Runde laufen, weil heute ja nochmal richtig Sonne scheint. Es ist zwar trotzdem irgendwie kalt, ich glaube, das sind nur so 5 Grad, aber besser als die nächsten Tage, da soll es übelst stürmisch werden und da habe ich nicht so einen Bock drauf. Und ja, deswegen gehe ich noch eine Runde laufen jetzt. Hier noch die Halsschoner hier vom Motorrad setze ich mir noch um, damit es warm ist, obwohl ich nehme einen Schal.
Ja, und dann gehe ich laufen und dann sehen wir uns gleich, wenn Tobi auch da ist und ich fertig bin mit Laufen. Hello to the Feierabend. Oh. Tobi ist da, also schon ein bisschen länger. Wir haben jetzt noch auf dem Sofa gesessen. Ich habe mich nach dem Joggen geduscht. Deswegen sind meine Haare noch so fluselig. Ich lasse die gerade Luft trocknen. Und dann werden die immer curly ein bisschen. Ich habe nämlich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Locken. Vor allem hier unten, die sind immer ganz lockig. Aber ich will dieses Curly Girl Ding nicht wirklich ausprobieren. Weil ich das irgendwie kompliziert finde und ohne Haare kämmen finde ich irgendwie komisch. Hier ist eine Katze, die ist irgendwie ein bisschen süß. Und wir machen jetzt Pizza mal wieder selber, haben wir ewig nicht gemacht. Und das ist mein Teigchen. Jetzt suche ich mir noch Käse raus und dann brauchen wir noch Tomate. Tomatensauce. Mhm. Und dann wird's lecky. Lecky schmecken. So, Armbrot, Pizza und wer weiß denn sowas. Und ich habe mir einen Dip für den Rand mitgebracht. Du nicht. Nee. Du, doch, deine Soße. Stimmt. Hallo, guten Morgen. Ich habe hier gerade noch ein bisschen gelüftet, damit ein bisschen von der frischen und ein bisschen feuchteren Luft reinkommt, weil wir haben so trockene Luft hier drin. Also ich kriege ständig bei allem irgendwie eine gescheuert, also so einen Schlag, weil ich irgendwie ständig durch diese trockene Luft einen Schlag kriege. Tobi nicht, also der kriegt immer nur einen, wenn er mich küsst oder so, kriege ich ständig einen oder wenn ich ihn anfasse, aber irgendwie hat er mit den Katzen das nicht. Die Katzenstreiche knall ich den ständig irgendwie eine. Also ja, wir haben versucht ein bisschen Luft hier reinzukriegen, ein bisschen Feuchtigkeit, aber das ist nicht so einfach mit dem Heizen und so, weil es wird ja sonst auch kalt. Wir haben ja eigentlich so eine Duftzwiebel, die macht auch so Wasserdampf mit Aroma, aber die haben wir, glaube ich, zu selten an. Und ich glaube, die macht jetzt auch nicht die Menge an Luftfeuchtigkeit, die man vielleicht für ein angenehmes Leben bräuchte. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps. Gibt es irgendwelche krassen Geräte für bessere Luftfeuchtigkeit, die nicht so teuer sind? Oder einfach, keine Ahnung, einen Topf mit Wasser auf dem Herd stellen, eine Weile kochen. Aber ich glaube, das ist nicht so angenehme Luftfeuchtigkeit, oder? Wenn das einfach nur so... Naja, egal. Ich bin jetzt irgendwie viel zu früh fertig, weil ich mich heute nicht schminken wollte. Und dadurch habe ich mich ein bisschen verkalkuliert mit meiner Zeit, wann ich aufgestanden bin. Also ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, weiß aber nicht, was ich machen soll. Also ich habe mein Frühstück fertig, mein Mittag fertig, Wäsche zusammengelegt, mich fertig gemacht und eigentlich... Jetzt ist nicht mehr Zeit für irgendwas Großes. Also ich werde jetzt auch mit der Weiterbildung nicht anfangen, noch für 20 Minuten. Das finde ich immer Quatsch, wenn man dann gerade irgendwie drin ist und dann... Also es gibt nur bestimmte Tage, wo ich sage, okay, besser 20 Minuten als nichts. Aber heute ist nicht einer dieser Tage. Und ja, keine Ahnung, was wir jetzt hier machen. Staubsaugen ist schlecht. Kann ich jetzt nicht, weil man um 6.30 Uhr nicht staubsaugt. Das ist unfair für alle anderen Bewohner dieses Hauses. Na gut, vielleicht schaue ich noch ein bisschen YouTube-Videos. Keine Ahnung. Ist dann eben so. Nicht so produktiv. Ich weiß auch nicht, warum ich mir immer den Druck mache, dass ich irgendwas Produktives tun will. Ich kann einfach mal kurz chillen, bevor ich los muss. Aber oh, es ist auch so richtig nasses, regnerisches Sturmwetter. Gar keine Lust. Ich muss meine Brille unbedingt auch absetzen, bis ich im Auto bin und dann wieder auf Arbeit erst aufsetzen. Sonst habe ich ja gleich die frisch geputzte Brille wieder voll mit Regen. Ah, da ist doch schon mal... Eine sinnvolle Idee heute früh. Ich hole mal meinen Brillenetui und dann, ja, gucke ich ein YouTube-Video und dann sehen wir uns heute Nachmittag im Feierabend. Ach so, was ich euch noch erzählen wollte. Sorry, dass wir gestern nicht mehr gevloggt haben. Ich bin einfach mal nach dem Abendbrot, habe ich mir noch einen Snack gemacht und habe mir Fernsehen geguckt. Dann war ich auf einmal sehr müde, habe mich hingelegt und bin um 19.30 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen. Und dann irgendwann so kurz vor... Ich glaube, es war erst 8:30, hat Tobi mich dann nochmal aufgeweckt und gefragt, ob wir dann ins Bett gehen wollen. Und dann sind wir rübergegangen, dann habe ich einfach weiter geschlafen. Also es war nicht mehr so viel los. Keine Ahnung, ich war so müde gestern, was da los war, aber hat mein Körper offensichtlich gebraucht, weil ich konnte meine Augen nicht offen halten. Sie sind einfach zugefallen. Hallo. Das ist mit meinem Handy. Alkohol. Ich habe gerade kurz bei Edeka eingekauft. Also es ist eigentlich nicht Edeka, aber ist egal. Eine ostdeutsche Spezialität. Habe ich besorgt. Und zwar Vanilleeis mit Eierlikör und Apfelmus.
Also eigentlich wollte ich was anderes kaufen, hab das dann aber gesehen und dachte, okay, dann nehme ich einfach Vanille. Ey, du sollst mein Vanilleeis nicht ersaufen im Alkohol. Es ist 16 Uhr. Familienrezept. Der gute, gekaufte. Oh, der mit dem Alkohol, mit dem Eierlikör von deiner Oma, bist du danach aber auch komplett fertig fürs Bett. Oh ja. So, auf jeden Fall gibt's das jetzt. Wollen wir uns auf den Balkon setzen? Es ist gerade schön. Das ist, komplett pitschnass. Also wir setzen uns dann doch lieber aufs Sofa, weil es ist nass auf dem Balkon. Aber jetzt scheint gerade mal kurz die Sonne. Ja. Den ganzen Tag hat es nur geregnet und gewindet. Ja, gewundet. Und jedenfalls ist jetzt Feierabend und der wird zelebriert mit einem Schweden-Eisbecher. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch kennt, aber sehr lecker. Hallo. Gute Nacht. Es ist schon wieder spät. Also es ist nicht spät, es ist erst kurz vor 8, aber in meinem Universum ist es sehr spät. Und bevor wir vergessen, Tschüss zu sagen, wollten wir kurz Tschüss sagen. Sorry, ich habe die Kamera nicht so gehalten, dass du mit drauf bist. Immer noch die störrische Frisur. Aber hier, meine Powerlocke ist auch nicht viel besser. Leute, gute Nacht. Also für euch ist wahrscheinlich einfach gerade Abend 17 Uhr, wenn ihr es frisch guckt, wenn es rauskommt. Aber ich gehe jetzt schlafen gleich. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und jetzt seht ihr noch einen süßen Kater, wie er sich seinen Fuß...